Ja, moin. Ich bin der John Mark, der Spenglermeister John. Vielleicht kennt mich der ein oder andere ja schon hier von Instagram. Ich bewerbe mich bei der Deutschen Dachkrone in der Kategorie das beste Projekt. Und dazu werde ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Ich bin 28 Jahre alt, habe eine reine Spenglereifirma. Da bin ich weitestgehend alleine. Ich habe so keine Angestellten. Und die Firma liegt zwischen Hamburg und Lübeck. Und mein Projekt, was ich gemacht habe, das ist in Timmendorfer Strand, direkt an der Ostsee. Das Dach wurde mit Rheinzinkblechen eingefalzt. 120 Quadratmeter Dachfläche mit den Gauben, und da habe ich 1 Tonne Zink verarbeitet. Was das Dach so besonders macht, ist, dass wir haben das lange geplant, und in Timmendorfer Strand ist es so, dass direkt an der Promenade, an der Strandpromenade, im Mai kein Gerüst mehr stehen darf zum 1.5. Und ich habe mit den Arbeiten Anfang April angefangen. Also ich hatte 4 Wochen Zeit, das zu erledigen. Also war ein gewisser Zeitdruck vorhanden, da ich ja alleine bin. Zudem ist dann die Witterung auch egal. Moin Leute, hier kommt der Regen waagerecht. Ja, das ist mein Projekt, mein bestes Projekt. Damit bewerbe ich mich bei der Deutschen Dachkrone. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Das ist wirklich sehr aufwendig gewesen, das Dach so in der kurzen Zeit fertig zu machen und in der Lage und in der Form. Dieses Pyramidendach mit den Dreiecksgauben ist meiner Meinung nach mein schönstes Projekt. Ja. Genau, damit sollte es gut sein. Und guckt euch die Fotos und die Videos an. Viel Spaß.